Batman. Mehr braucht es nicht. Kommandant ist hier irgendwo. Ich muss ihn finden und den Kontrollpunkt ausschalten. Ich werde nach Azraels brennendem Bat-Symbol suchen und seine Prüfungen fortsetzen. Also wo warst du? Navy? Marines? Spezialkräfte? Ja, du kamst mir immer speziell vor. Glückstag, Bruce. Ich habe einen von Pinguins Trucks gefunden, im Hof von Falcone Shipping. Gut gemacht, Dick. Ich gehe zu Fuß hin. Das wird uns zu einem weiteren von Pinguins versteckten Waffenlagern führen. Skeeton lässt sich neben der Wagenladung knarren, Waren aus Falcone. Kaum zu glauben, dass ein Kostadent gearbeitet hätte. Favis Männer rauben Banken aus und es ist keiner mehr da, der sie aufhalten kann. Ich weiß schon, wo ich lieber wäre. Wir kriegen unser Geld, der Pinguin. Hey Lenny, bist du das? Oh Gott, das ist er! Die verfluchte Fledermaus, bring uns hier raus! Die Fledermaus, er hat uns gefunden! Was machen wir jetzt? Wir müssen von der Straße runter! Okay, festhalten! Was zur Hölle macht Batman hier? Ich dachte, Scarecrow hätte...
hat ihn erledigt. Sieht ihn jemand? Ich versuche hier zu fahren. Ich sehe nichts. Ob er noch da ist? Woher soll ich das wissen? Hey Boss, wir haben ein Problem. Was ist? Die Fledermaus. Wir werden verfolgt. Dann hängt ihn ab. Versuchen wir es hartnäckig. Das interessiert mich nicht. Wenn ihr ihn in die Nähe meiner Waffen führt, dann seid ihr fertig. Wo ist er jetzt? Keine Ahnung. Ich sehe ihn nicht. Du kannst ihn zwar nicht sehen, aber er kann dich bestimmt sehen. Das nächste Mal möchte ich gute Nachrichten hören. Ein großer Fehler herzukommen. Das ist nicht Bloodhaven. Hey, ich bin aus Bloodhaven. Der Pinguin benutzt den Firmensitz von Cyonis Industries als Fassade für eines seiner Waffenlager. Überlass das mir. Alter vor Schönheit, Bruce. Ich werde mich wie immer eher bedeckt halten. Ich wünschte, ich könnte da draußen etwas Spaß mit all den Knarren haben. Ich sollte mich auf den Weg machen und sie besuchen. Die Geschütze werden ihn zerstückeln. Hier kommt er nicht hin. Glaub mir. Das letzte Mal, als ich dir vertraut habe, musste ich mir eine Zelle mit einem Neandertaler zeigen. Jammerst du immer noch? Deswegen? Und ob ich das tue? Deine Zeit im Knast war ein Spaziergang im Vergleich zu meiner. Wusste nicht, dass das ein Wettbewerb war. Vielleicht bist du ja deprimiert, weil du nicht mehr mit einem Prachtkerl knuddeln kannst. Witzig. Echt witzig. Und was machst du mit deiner Belohnung? Umziehen. Was meinst du damit? Der Pinguin braucht uns. Wo du herkommst, gibt's noch mehr. Hey, was soll das heißen? Er meint, Kerle wie uns. Aufgepasst, Batman! Du machst es mir zu einfach!
Batman! Die Männer! Was machen wir jetzt? Du legst dich da oben! Lass es mich wissen, wenn ich helfen kann. Hey, Freundchen, das wird weh. Was dazu, du Freak? Sollte das etwa weh tun? Wann ich zuletzt so viel Spaß hatte. Los, mach Handgleich aus ihm! Dann los! Doch zusammenarbeiten. Ich nicht. Ich arbeite nur mit den Besten. Hey, hey, hey. Keine voreiligen Schlüsse. Das ist nicht auf Dauer. Ich mag meinen neuen Job. Macht Spaß, ich kann arbeiten, wann ich will und das Beste, kein Boss, der mich rumkommandiert. Wenn alles vorbei ist, schaue ich im Anwesen bei Alfred vorbei. Er hat das Leben mit dir erträglicher gemacht. Naja, etwas. Versprich mir, dass ich etwas Zeit alleine mit dem Pinguin bekomme, wenn wir ihn schnappen. Er soll wissen, dass Bloodhaven tabu ist. Ich habe Robin diese Nacht noch gar nicht gesehen. Ich halte ihn ja immer noch für den Frischling. War sicher nicht einfach für ihn, nach all dem mitzumachen. Der Junge hat Mumm.